Hey ho Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Hearts. Wir befinden uns gerade in Traverse, beziehungsweise Drifts. Mann, ich kann ja wieder richtig gut reden und wir sind auf der Suche nach Leon. Mal gucken, ob wir den heute finden. Letztes Mal waren wir nicht so erfolgreich. Warum will ich das eigentlich immer auf Deutsch aussprechen? Ich verstehe das nicht. Aber ihr habt auf jeden Fall ja auch gesagt, Traverse und die Villa mit Kniff, das sind so die besten Orte, um zu trainieren. Deswegen mache ich hier gleich nochmal einen Abstecher. Vielleicht machen wir auch einfach mal die nächste Folge einfach nur so eine Trainingsfolge. Und da werde ich dann einfach ein bisschen nebenbei schnacken. So wie jetzt ungefähr. Ah, diese Viecher, die gehen so immer schön schnell drauf. Habe ich das Gefühl. Aber vielleicht liegt das auch am neuen Schlüsselschwert. Wow. Diese kleinen Dinger hier, die sind ganz schön nervig. Die sind voll schnell. Alte Schwede. Ich weiß gar nicht, wie ich die am besten... Die sind irgendwie überall. Ich verstehe halt auch nicht, warum hier immer so derbe viele Gegner... Ach so, da ist so ein Fetti. Oh nein. Oh shit. Spring. Aua. Kacke. Jetzt habe ich den anderen anvisiert. Oh Mann, ich will doch gar nicht den töten. Okay, Fetti regelt gerade. Boots, Baby. Und da ist er im Eimer. Bei so vielen Gegnern macht das, glaube ich, keinen Sinn, die anzuvisieren, oder? Da macht es einfach mehr Sinn, drauf loszukloppen. Oh, scheiße, ich bin gleich tot. Wuh, das war knapp. Oh, ich habe gerade einen Trank bekommen. Ich treffe so gut. Vielleicht ist die Villa mit Kniff auch einfach nur ein guter Ort, um sich platt machen zu lassen. So, jetzt müssen wir das mal wieder ein bisschen aufladen hier. Ich kann nicht die ganze Zeit verlangen, dass Goofy und Donald mich heilen. Ich weiß auch nicht, wovon das abhängig ist, dass dann da auf einmal noch mehr Gegner kommen. Ich meine, der Raum hier ist so klein. Oh, scheiße, Fetti kommt. Oh Gott, ich sehe nichts mehr hier. Der Fetti ist zu groß. Und der ist tot. Maximum AP plus. Sehr geil. Geilu. Also hat man jetzt schon gemerkt, dass wir ein minimales bisschen trainiert haben. Ich weiß nicht mal, ob das gerade für mich war. Hauptsache, wir werden stärker. So, und ihr habt gesagt, Leon befindet sich in der Hintergasse, wenn ich mich recht entsinne. Und ich glaube, ich weiß auch, welche gemeint war. Ich gehe da mal hin. Oh mein Gott, oder auch nicht. Alter. Oh. Ach, das sind seine Heilbots oder was? Heilen die ihn? Oder heilen die uns? Oh, Kacke. Weg, weg, weg. So, noch ein bisschen Kram einsammeln. Sag mal, Leute, sind die grün zum Heilen da? Also heilen die den Großen oder heilen die auch mich? Oh, shit, 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 shit. Oh, fuck. Hä, wo ist der jetzt? Da war doch gerade einer. Ich meine, wenn die mich heilen, brauche ich die ja nicht tot machen. Hup. Aua. So, Diggi, jetzt geh mal down hier. Ich will Leon suchen. Okay, ich habe keine Magie mehr. Aua. So, ich komme jetzt von hinten. Komm, aus Weg, aus Weg, aus Weg. Aua, ich bin gleich tot. Okay, ich glaube, ich muss einen Umweg zu Leon nehmen. Scheiße. Obwohl, das war eigentlich nicht so schlau. Na, jetzt kommen die ja nochmal wieder. Oh Gott. Oh, danke, Donald. Donald ist so ein netter Typ, ey.
Hat er jetzt eigentlich... Jetzt hat er auch bald keine mehr, oder? Kann das sein? So. Och, Manu. Okay, egal. Ich gehe jetzt einfach in die Hintergasse. Aus Weg. Das mit den Glocken haben wir auch immer noch nicht gelöst. Dieses, ich sag mal, Rätsel. Oh, Kacke. So, hier irgendwo, glaube ich. Okay, das ist es nicht. Da geht's ja wieder raus. Was ist eigentlich, wenn jetzt Elektrizität hier reinkommt? Bin ich dann direkt im Eimer? Die machen immer so quietschige Geräusche. Jetzt ballern die aber mit Tränken um sich. Haben wir denn überhaupt so viele? Geil! Tragbare Items plus und MP-Hast gelernt. Was ist denn MP-Hast? Kann ich das jetzt ausrüsten? Oh mein Gott, warte. Das ist doch das, was ich eigentlich ausrüsten wollte und was ich nicht konnte, oder? Kann das sein? War das Ability? MP-Hast. Ja, aber ich habe leider nicht genug dafür. Auch nicht für mich, glaube ich. Oh mein Gott, doch. Ich könnte es machen. MP-Heilung wird beschleunigt. Ich glaube, das mache ich mal. Man kann ja immer umswitchen, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass es eine endgültige Entscheidung ist. Alter, das ist voll geil, Mann. So, irgendwo hier müsste Leon doch sein, oder nicht? Och, Manu, das ist nicht Leon. Ich versuche dir zu helfen, Goofy, obwohl ich nicht glaube, dass du eine große Hilfe bin. Komm hier, Stufbier! Ey, nicht weg! Ist das die, die er meinte, die Hintergasse? Oder bin ich einfach nur gerade zu blöde? Komm, gehen wir da hoch. Ist da vielleicht hier irgendwo? Oh nee, echt jetzt? Hier kommen auch welche. Leon! Wo steckt der denn? Also hier in den Zimmer konnte man ja teilweise nicht rein. Kann das sein? Was ich ein bisschen blöd finde, ist, wenn man angreift und man so wegspringt, dass man da irgendwo runterspringen kann aus Versehen. Hm, da kann ich auch nicht rein. Valdrian, glaube ich, waren wir schon. Okay, da gehe ich wieder weg. Die sind aber auch überall, die Viecher, ne? Ach, echt jetzt? So, Feurio. Auch kein Leon. Dass der auch immer so gut versteckt ist, ne? Ich check's nicht. Was ist denn das? Noch verschlossen. Priotech. Also kann ich da später lang? Ach, das ist doch, das ist das, was ihr meintet. Bei dem Kanal mit dem roten Triotech-Zeichen. Ich habe vorher nicht mal gewusst, dass da eins ist. Okay, hier schwimmen wir jetzt durch die Gegend. Ach, da ist er ja. Oh mein Gott. Danke nochmal für den Tipp. So, dann wollen wir mal mit dir schnacken. Du hast das Schlüsselloch also gefunden. Ja, das ist korrekte Menge. Das Schlüsselschwert hat es automatisch versiegelt. Gut. Das ist die mit den Haaren, ne? Jede Welt in dem Sternenmeer hat ein Schlüsselloch und jedes führt zum Herz aller Welten, okay? In dieser Stadt muss auch eins sein. Was meinst du damit? So stand es in Ansems Bericht. Die Herzlosen strömen durch dieses Schlüsselloch herein und machen etwas mit dem Herzen dieser Welt, okay? Was passiert da mit der Welt? Das ist eine gute Frage. Am Ende verschwindet sie. Lol. Okay, was? Es wäre lustig gewesen, wenn sie wirklich lol gesagt hätten. Deswegen ist dein Schlüssel so wichtig. Bitte versiegle die Schlüssellöcher. Okay, NP. Du bist der Einzige, der das kann. Ich weiß nicht. Naja, habe ich eine Wahl? Irgendwo da draußen muss die Antwort liegen. Ja, wir müssen deine Freunde finden und König Miki. Jo, geht los. Ich glaube, du hast recht. Okay. Na, das, da haben die mich mal leicht überzeugt. Ey, der steht hier auch echt wie die geile Sau immer rum, ne? Wie so ein Coolio. So, was mache ich denn jetzt? Okay, hier geht's irgendwie rein. Und was ist das da hinten? Das ist eine Tür, oder? Da war ich noch nicht. Oder was ist das? Ist das einfach nur eine Wand? Hup! Eine Wand. Vielleicht hat das später mal irgendeine Relevanz. Entschuldigung. Was ist das hier? Was ist das? Ach, eine weiße Triotech. Oh mein Gott, das ist bestimmt die oberste Triotech überhaupt. Oh. Oh.
Fast dran vorbeigelaufen. Aber auch nur fast. Der 10., 11. und 12. Welpe sind nach Hause gelaufen. Ach stimmt, wir sollten ja noch zu den Welpen. Ihr habt ja gesagt, bei jedem 15. Welpen gibt es ein geiles Item oder so. Richtig nice. Ach so, jetzt sind wir bei Merlin. Wie sind wir denn hier hingekommen? Hello, was gibt es, wenn Magie üben? Ach, nichts. Hä, warum bin ich jetzt hier hingegangen? Wie komme ich jetzt wieder runter? Echt jetzt? Ich wollte hier gar nicht hin. Darf ich? Oh nein, ich muss gleich niesen. Ich merke das jetzt schon. Leute, es tut mir leid. Oh Gott. Oh Gott, es tut mir leid. Sorry. Ich glaube, ich bekomme langsam eine Erkältung. So. Da vorne ist auch immer noch dieses... Ich glaube, da kommen wir später mit irgendeiner Ability hin. Kann das sein? Hier ist noch eine gelbe Triotech. Vielleicht können wir jetzt mal zu dem Haus mit den Welpen gehen. Aber lassen wir uns erstmal von einem Stein überfahren. Die Geräusche hier drin sind irgendwie unheimlich. So, mal gucken, ob ich das Haus mit den Welpen noch finde. Ich bin nämlich immer ein bisschen verwirrt, was die Topografie hier angeht. So. Ich glaube, hier kann ich mal hochgehen. Ameisen. Noch mehr Ameisen. Alter, lass mich in Ruhe. Okay, ich glaube, das war nicht der richtige Weg. Ich habe nur Gegner spawnen lassen. Okay, lass mal erstmal nach Mitte gehen. Von da aus können wir immer noch nach Norden gehen. Ich glaube, ich habe auch immer noch nicht mehr Postkarten gefunden, ne? Bin ganz schön nachlässig geworden, was das angeht. So. Dam, dam, dam. Und wie geht's euch so? Bis ich da bin. Alter, der Controller spinnt gerade ein bisschen. Ich weiß nicht genau warum, aber der ist manchmal ein bisschen langsam. So. Die Quietschis. Oh, da war ein Item. Aua. Hört auf damit. Bam, weswegen genau sollten wir jetzt Leon finden? Er hat uns doch irgendwie nichts Neues gesagt, oder? Oder war da irgendein Weg, den ich hätte gehen sollen? Okay, vielleicht gehe ich da gleich einfach nochmal lang. So, ich glaube, hier irgendwo war das Haus. Links. Haus der Welpen. So, dann wollen wir mal gucken, wie viele Welpen schon da sind. Ah, süß! Oh, da freuen sich aber zwei. Oh, die sind aber putzig. Oh, ein Geschenk! Ein Geschenk von Pongo und Paddy. Viagra-Gummi. Vigra! Vigra-Gummi! Oh mein Gott, sorry! Vigra-Gummi! Oh nein! Es ist ein Vigra-Gummi! Oh nein! Okay, ich gehe lieber nochmal rein. Oh mein Gott, nein! Wie kriege ich jetzt nicht noch mehr Geschenke? Ich habe euch doch so viele Welpen zurückgebracht. Oh mein Gott. Kill me, please. Ja, ich gehe mal lieber zurück zu Leon wieder. Oh mein Gott. Okay. Hoffentlich kommen wir schnell zu Leon. Mal gucken, wo wir da landen. Auf der anderen Seite gab es, glaube ich, keinen Kanal, oder? Nee, da gab es nur die Kisten. Was mache ich denn mit den Gummis? Das ist immer noch für den Jet, ne? Alter, lass mich. So. Guck mal, ob ich nochmal mit denen reden kann, irgendwie. Bitte versiegle die Schlüssellöcher. Und er sagt: Hey Leon, dieser Gummistein unterscheidet sich von den anderen. Weißt du, wofür der ist? Hätte ich mal gleich gemacht, ne? Ihn angesprochen. Okay, er überlegt. Frag Sid, der müsste es wissen.
Warte, Sora, nimm dies mit. Enigma. Ich bin zu langsam zum Lesen. Dieser Stein besitzt geheimnisvolle Kräfte. Ich habe ihn als Glücksbringer getragen, ab jetzt gehört er dir. Wie funktioniert er? Hä? Ist das dein Ernst? Leon? Okay, wow, danke. Danke für gar nichts. Was hat er uns denn jetzt genau gegeben? Muss ich das verstehen? Ist das hier irgendwo drinne? Enigmanit. Okay, eine geheimnisvolle Kraft umgibt diesen Stein. Soll ich das irgendwie tragen oder so? Passiert dann irgendwas? Okay, sollst du Sid gehen? Sid ist doch irgendwo in der Stadt gewesen, oder? Merlins Zimmer. Aber wieso kommt man dann von hier nicht wieder runter? Was ist das für ein Code? Das verstehe ich nicht. Aber ich verstehe vieles nicht. Hup. Nein, kommt. Na gut, ist ja nicht so schlimm. Wir sind ja fast da. Wenn uns der Stein vorbeilässt, sind wir bald da. Ach ja. So. Ach du Scheiße, sind hier viele. So, die kloppe ich mal noch weg hier. Oha, ey, da hat Donald immer schön eine gefeuert. Wenn ihr versteht, was ich meine. Jetzt gibt's Kloppe. Ich möchte endlich Feuerzauber können. Ich meine Elektrozauber, damit ich dieses... So, der ist auch weg. So, war's das jetzt? Wow! So viel dazu. Gleich zwei auf einmal. Oh je. Den habe ich abgeblockt mit meinem... Scheiße! Komm her jetzt! Man, gut, die greifen so langsam an. Okay, ich bin gleich tot. Oder auch nicht. Ich wurde gerade wieder geheilt. Sag mal, wo hat Donald die ganzen Potions her? Okay, ich bin gleich wieder tot. Okay, das ist jetzt natürlich bitter. Aber ihr habt ja gesagt, das macht nichts. Also spiele ich einfach weiter. Müsste dann ja wieder hier bei dem Platz landen. Oder auch nicht. Oh, das ist einfach nur schwarz. Wow, grandioser Abschluss von meiner Seite. Aber das fasst die Folge ganz gut zusammen. Ich glaube, es sind ein paar Fails heute passiert. Ja, und bevor wir zu Sid gehen, beende ich die Folge mal für heute. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder zwei oder drei oder wie viele ihr auch immer habt. Oder vielleicht ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao.